Lieber Herr Kühnert, lieber Herr Bundeskanzler, stellvertretend für so viele hier im Raum, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und das sage ich immer, wenn ich öffentlich spreche. Aber heute meine ich es wirklich von Herzen. Und boah, das kam jetzt etwas zu flapsig. Ich bin enorm geehrt, dass Sie mich als Gast hier haben bei dieser Veranstaltung. Ich bin aber auch ein bisschen überrascht, das will ich ganz offen sagen. Als ich die Einladung bekommen habe, habe ich gedacht, wow, Sie wissen ja, Ethik, das ist die Wissenschaft von der Moral, das ist das Nachdenken über moralische Werte, moralische Konflikte, über das, was wir tun sollen. Und damit ist man als Ethikerin immer in so einer bisschen blöden Rolle. Ne, stellen Sie sich das vor wie so ein Abendessen. Sie haben nette Leute eingeladen und da ist dieser eine Gast, der Ihnen immer erzählt, wie Sie kochen sollen. Und das ist so ein bisschen meine Rolle. Das ist das eine Problem, das ich habe. Das zweite ist, die Letzte beißen wirklich die Hunde bei so einer Veranstaltung. Ich habe bei Herrn Scholz noch gedacht, super, Resilienz, das ist nämlich mein Oberthema. Klasse, da hast du einen Anknüpfungspunkt. Bei Frau Esken bin ich immer tiefer in meinen Stuhl gesunken und Herr Klingbeil hat dann wirklich alle letzten Anknüpfungspunkte schon im Prinzip angeteasert. Also eigentlich kann ich nur sagen, tolles Thema und Wiedersehen. Aber habe ich gedacht, das kann ich nicht bringen. Ich muss Ihnen schon noch ein bisschen mehr inhaltlichen Input liefern. Und dass der sich gut verträgt mit dem, was Sie hier heute besprochen haben, hat zwei Gründe. Das eine ist, wir sind ein bisschen ja in einem ähnlichen Metier unterwegs. Ich sage meinen Medizinerinnen und Medizinern in der ersten Vorlesung immer, ihr lieben Leute, ihr werdet Ärztinnen und Ärzte und ob ihr wollt oder nicht, werdet ihr damit klinisch-praktische Ethikerinnen und Ethiker. Und das gilt ein Stück weit für die Politik ja auch. Also wir verhandeln aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven die Frage, was sollen wir tun und wie sollen wir leben. Und dass das inhaltlich passt, ist mir zweitens klar geworden, als ich Ihr Motto gesehen habe für diese Veranstaltung, das ich wirklich großartig finde, denn ich habe das mal selber so formuliert. Da habe ich mich richtig geschreckt. In einem uralten Buchkapitel von mir steht tatsächlich diese Formel. Ich sage nicht wo und es ist Gott sei Dank nicht online zu finden, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen erlaube ich mir heute, mich von diesem Motto inspirieren zu lassen und es ein Stück weit noch zu erweitern. Fortschritt braucht Gerechtigkeit und da greife ich, aber das ist reiner Zufall, die Rede des Bundeskanzlers auf, und Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Das ist einer der Kernbegriffe, mit denen sich der Deutsche Ethikrat in den letzten 3 Jahren beschäftigt hat. Und ich habe überlegt, halte ich jetzt einen langen Fachvortrag über Resilienz und habe mich dagegen entschieden und bringe Ihnen nur 3 ethische Faustregeln mit, die ich Ihnen heute hier lassen möchte. Fangen wir mit der ersten an. Es ist wahnsinnig selbstbezogen. Es sind nämlich tatsächlich 3 Zitate aus 3 Texten des Deutschen Ethikrates, die aber, glaube ich, als ethische Faustregeln ganz gut funktionieren. Die erste, Frau Esken, Sie haben es erwähnt, wir sind in der Polykrise, in der Multikrise und auch wenn man das, glaube ich, nicht ständig so stark betonen muss, ist jedenfalls klar, dass wir in durchaus krisenhafte Zeiten blicken. Und wir haben vom Ethikrat einen Satz formuliert in unserer Stellungnahme, in der wir Rückschau gehalten haben auf die große Gesundheitskrise, auf die Corona-Pandemie. Und der lautet, Krisen betreffen uns alle, aber sie betreffen uns nicht alle in der gleichen Weise. Und damit sind wir beim Thema Gerechtigkeit. Das müssen Sie der Ethikerin verzeihen, dass die das umdreht und zum Fortschritt erst im zweiten Satz kommt. Wie also Gerechtigkeit in Krisenzeiten sichern, in denen man es nie wirklich gerecht machen kann, sondern immer nur so gerecht wie möglich. Und da haben wir insgesamt, glaube ich, 468 Seiten zugeschrieben, die ich jetzt extrem knapp zusammenfasse. Wir haben vor allem 2 Punkte in den Vordergrund gestellt, dass wir die Verletzlichsten, die Schwächsten, die vulnerabelsten Menschen in der Gesellschaft sehr viel schneller erkennen müssen, als uns das gelungen ist. Das praktische Beispiel aus der Corona-Pandemie ist, dass wir als Gesellschaft zu spät erkannt haben, wie belastet die junge Generation war. Wir haben vom Ethikrat uns spezifisch nochmal mit der psychischen Gesundheit der Jungen beschäftigt. Das liegt wirklich im Argen, auch wenn sich das gerade wieder ein wenig erholt. Die junge Generation ist jetzt eine Minderheit
und wird das bleiben und ist schon deswegen immer eine besonders schwache Gruppe. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass die Transformationen, die auf uns zukommen, Klimawandel ist schon erwähnt worden, aber auch noch viele andere Dinge, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, dass sie uns ereilen werden, die können dazu führen, dass andere Gruppen schwach, verletzlich und vulnerabel werden. Und es gibt Instrumente, das zu messen, und ich möchte Sie bitten, die viel stärker zu nutzen. Wir haben die in der Wissenschaft erarbeitet, um schneller zu erkennen, wer ist in einer Krise besonders belastet. Gleichzeitig, das Gegenpaar der Vulnerabilität ist die Resilienz. Das bedeutet, die starken Schultern, diejenigen, die widerstandsfähiger sind, die resilienter sind, die können auch mehr tragen. Und die sollten auch mehr tragen. Und da glaube ich, ist es wichtig, das mutig und transparent zu kommunizieren, dass das eben auch auf viele zukommen wird. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass das Kindergeld von mir erhöht wurde. Ich kriege jetzt 500 Euro Kindergeld. Wieso? Das ist kompletter Quatsch. Und noch mehr geärgert, und bitte da um Verzeihung, das in diesem Haus zu sagen, habe ich mich über das Energiegeld, das auf mein Konto gekommen ist, weil das natürlich absoluter Quatsch ist. Ich brauche solche Unterstützung nicht. Ich gehöre zu einer resilienteren Gruppe. Und diese Balance, die müssen wir uns besser anschauen. Diejenigen unter Ihnen, die sich in der Philosophie auskennen, wissen, das ist die alte Debatte zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit. Und bei unterschiedlichen Voraussetzungen kann das Streben nach Gleichheit der Gerechtigkeit im Wege stehen. Daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen. So Zwischenapplaus ist in der Vorlesung immer eher selten. Ich schaue, dass ich die eine oder andere Pause lasse und vor allem, dass ich nicht zu lange Pausen mache. Denn ich muss Ihnen noch ganz kurz sagen, dass wir auf der Grundlage dieser Überlegungen zur Resilienz und Vulnerabilität mit Blick auf Krisenfestigkeit ganz unsexy Sachen gesagt haben für einen Ethikrat, die man, glaube ich, auch nicht erwartet. Also wir haben gesagt, wir brauchen viel, viel mehr Datennutzung mit gutem, sicherem Datenschutz, aber viel, viel mehr, insbesondere für gemeinwohlorientierte, beispielsweise Forschung. Wir brauchen Verwaltungsreform, dass der Ethikrat mal so etwas wie kritische Infrastruktur in den Mund nehmen würde. Hätte ich nie erwartet, aber die Zeiten haben sich geändert. Und wir brauchen die Vorbereitung auf die großen Transformationen mit verschiedenen partizipativen und kommunikativen Maßnahmen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Satz. Ich komme zum Fortschritt. Das Thema ist auch schon angeteasert, das war aber klar, dass das passieren würde. Wir haben eine Stellungnahme geschrieben zur künstlichen Intelligenz, und in dieser haben wir wieder irgendwie 397 Seiten oder so zusammengefasst in einem Satz, der lautet: Künstliche Intelligenz sollte die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und sie nicht vermindern. Und das ist eine vorgetäuscht einfache Formel, die sich beziehen lässt auf allen Fortschritt. Ich mache das erstmal fest an der künstlichen Intelligenz. Sie alle wissen, das ist ein Instrument, das hat durchaus das Potenzial, da gibt es dieses schöne Bonmot, die Klugen klüger und die Dummen dümmer, die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen. Es hat unheimlich viel Potenzial. Als Ärztin werde ich ganz aufgeregt, wenn ich darüber nachdenke, was man machen kann in der Medizin mit Blick auf Fachkräftemangel, gerade in der Medizin, mit Blick auf die demografische Transformation, die wir vor uns haben, wird uns das eine große Hilfe sein. Aber das muss gestaltet werden, ganz, ganz dringend. Denn diese Technologie hat eine ganz klare, dunkle Seite, insbesondere, und jetzt schaue ich zu Herrn Heil, mit Blick darauf, was das mit unserer Arbeitswelt macht. Man muss sich klar machen, die generative KI, ChatGPT, Midjourney, ne, der Papst in der Downjacke und so, das haben Sie alles gesehen. Meine Söhne spielen mit diesem Kunstprogramm rum und lassen sich irgendwelche tollen Bilder malen. Man muss sich klar machen, das sind alles Daten, die kommen letztlich von uns allen. Die haben Wikipedia genommen, alle Texte im Internet, alle Bilder im Internet. Künstlerinnen und Künstler haben gerade eine große Petition. Da haben sie gesagt, was soll das denn? Ist alles abgesaugt worden und wird jetzt genutzt. Und das muss uns klar sein, dass da letztlich ein Allgemeingut genommen wird
für Anwendungen. Das ist an sich noch kein Problem. Aber dann darf natürlich nicht passieren, dass die Schere der Nutzung so aufgeht, dass für einige riesige Vorteile generiert werden und wir in der Arbeitswelt ganze Arbeitsgruppen haben, die abgehängt sind, die überhaupt nicht davon Vorteile haben, dass wir diese neue Technologie anwenden. Und da muss man Schutz bieten. Und ich renne im Moment die ganze Zeit rum und rede zu verschiedenen Berufsgruppen und sage denen, guckt euch an, was der Kern eures Berufes ist. Und jetzt sitzen hier viele und denken, ah, das sind die Radiologen und meinetwegen die Künstler und vielleicht die Journalisten und die Redenschreiber. Ne, wissen wir ja alle, das ist so. Und in der Bildung ist natürlich ein Riesenthema. Ich erinnere daran, dass es schon kleine Anfragen gegeben hat, die ChatGPT geschrieben hat, und dass ganz sicher der Beruf des Politikers und der Politikerin sich wandeln wird. Aber das gilt mit den Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten nicht nur für diese spezifische Technologie der KI, sondern das gilt selbstverständlich für all die Technologien und all den Fortschritt, den wir vor uns haben. Und das gilt ganz besonders für den Umgang mit der Klimakrise. Davon haben wir heute schon viel gehört. Und beispielsweise der Energiewende. Auch da wird es darum gehen, die Belastungen fair zu verteilen. Und da wird es darum gehen, und da bin ich Ihnen dankbar, Herr Scholz, zu erklären und sichtbarer zu machen, wo kann das Entfaltungsmöglichkeiten verbessern. Ich bin bass erstaunt, dass wir diese gesellschaftliche Diskussion über den Umgang mit einer offenkundigen Krise, aus der wir nicht mehr rauskommen werden, man muss ja nur nach Frankreich, Italien, Spanien dieser Tage gucken, Ahrtal ist gefallen, es ist vollkommen offenkundig, dass wir das machen müssen. Und ich bin bass erstaunt, dass das fast ausschließlich als eine Bedrohungs-, Angst- und Verlustgeschichte erzählt wird. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, Herr Scholz, ich habe es mir aufgeschrieben, man muss stärker erzählen, das geht gut aus für mich. Das geht gut aus für uns. Ich will weitergehen als das. Das ist gut für uns. Das ist etwas, wenn wir es gut gestalten, das unser aller Leben besser machen wird. Es ist eine große Rückung, Frau Esken, Sie haben das gesagt, eine große Rückung im Kopf, uns vorzustellen, wie wir vielleicht anders konsumieren, anders leben, anders arbeiten und anders Mobilität haben. Aber das ist doch was Gutes. Das ist doch was. Das ist doch etwas, was uns Chancen bietet. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Satz. Das müssen wir, wenn wir diese, wenn Sie diese, dafür bin ich ja hier, Entschuldigung, ich rutsche immer in das Wir. Wenn Sie diese Geschichte erzählen wollen, worum ich Sie ganz dringend bitten möchte, dann brauchen wir unbedingt noch was Drittes. Und das ist ein weiterer Satz, den wir geprägt haben. Wir müssen als Gesellschaft im Wir, im Miteinander bleiben. Meine Damen und Herren, ich kann das nicht. Meine Damen und Herren, das haben Sie nicht nur in der Pandemie erlebt. Wir haben alle am eigenen Leib Phänomene erfahren wie Fake News und irgendein Quatsch, der benutzt wird, um uns aufzuhebeln und um Vertrauen anzukratzen. Und parallel dazu, ganz unabhängig von Fake News, sehen wir Polarisierungseffekte. Wir sehen extrem aufgeheizte, sehr personalisierte Debatten. Und hier sitzen sicherlich viele, die das am eigenen Leib erfahren haben. Und wir sehen, das sagen uns die Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben ein enormes solidarisches Potenzial in dieser Gesellschaft, das immer wieder neu aktiviert wird. Wahnsinnig beeindruckend. Ich dachte als Solidaritätsforscherin nach der Pandemie, die Nummer ist jetzt erstmal durch. Wir sind erschöpft. Und dann kam diese wahnsinnige Solidaritätswelle, als der Überfall auf die Ukraine stattfand. Enorm beeindruckend. Wir haben unheimlich viel Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber es wird nicht mehr so wahrgenommen, weil die Debatten so gespalten sind. Und Sie wissen alle, und das ist wissenschaftlich nachgezeichnet, was das für einen Effekt hat. Das stärkt den populistischen rechten Rand. Und das ist brandgefährlich.
Und wir müssen zwei Dinge unbedingt als Gesellschaft tun, und das sind meine abschließenden Bitten an Sie. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf der sogenannten epistemischen Resilienz, also der Erkenntnis Widerstandsfähigkeit. Was glauben wir eigentlich gemeinsam? Was ist wahr? Was stimmt? Was sind Fakten? Das heißt, wir müssen aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Gesetzgebung uns darum bemühen, besser umzugehen mit diesem Phänomen. Aber vor allem müssen wir aufbauen sehr viel kernigere und explizitere demokratische Resilienz. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und ich komme zu meinem Anfang zurück. Denn demokratische Widerstandsfähigkeit hängt unter anderem mit der psychischen Gesundheit zusammen, gerade bei jungen Menschen. Wer psychisch belastet ist, ist viel anfälliger für Populismus, hängt zusammen mit der Ausgestaltung der Arbeitswelt. Denn Arbeit, eine sinnstiftende Arbeit, in der ich nicht sozusagen von meinem KI-Chef eingesetzt werde, sondern in der ich noch eigene Kontrollmöglichkeiten habe, ist ein ganz wesentlicher gesellschaftlicher, aber auch individueller Widerstandsfähigkeitsfaktor. Und die Geschichte von krisenhaften Transformationen, die wir uns gemeinsam erzählen, die stärken oder schwächen uns als Gesellschaften. Und das Letzte, was ich Ihnen hinwerfen möchte, wir müssen alle gemeinsam viel besser aufpassen auf die Debattenkultur. Und da darf ich als Ethikerin und als Vorsitzende eines Gremiums, das nun weiß Gott nicht monolithisch ist und eine sehr breite Kirche, wie man so schön sagt, vereint, hinwerfen, dass ich Sie wirklich bitte, da alle gemeinsam wehrhafter zu werden, was das anbelangt, und auf keinen Fall einzuschwenken in Kulturkampfdiskussionen. Es gibt einen Philosophen, Harry Frankfurt, der hat für so Debatten wie Identitätspolitik, Gendersprache und so weiter, er hat nicht die genau gemeint, aber er hat solche Phänomene beschrieben, einen wunderbaren philosophischen Fachbegriff geprägt. Harry Frankfurt, einige kennen den, und dieser Fachbegriff lautet, das ist Bullshit. Das stimmt, es gibt ein herrliches Buch dazu, On Bullshit, kann ich nur sehr empfehlen. Es bringt Lautstärke, es bringt Aufmerksamkeit, aber es hilft niemandem. Es hilft uns nicht, es hilft Ihnen nicht. Und was wir alle, aber was Sie insbesondere tun müssen und sollten, ist doch, das Gemeinsame in der Pluralität zu betonen. Und wer soll das machen, wenn nicht Sie? Und damit einen letzten Nachsatz habe ich für Sie noch. Damit möchte ich enden und Sie darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eine Diskussion wieder neu führen werden, die wir in der Philosophie und Ethik seit fast Jahrtausenden führen, aber die Sie in Ihrer 160-jährigen Geschichte immer und immer wieder diskutiert haben, nämlich in einem historischen Moment, in dem wir, glaube ich, sind, das Verhältnis des Individuums zum Staat, des Individuums zum Gemeinwohl, das Freiheitsverständnis, wie viel dürfen wir den Einzelnen, die Einzelne belasten, was dürfen wir aber im Gegenzug auch voneinander verlangen. Und das wird die große Debatte, die uns alle in der Gesellschaft umtreiben wird. Alle demokratischen Kräfte müssen die gemeinsam führen. Und selbstverständlich hoffe ich da, dass eine starke Sozialdemokratie die führt. Ich danke Ihnen, herzlichen Glückwunsch.